Всем привет! Меня зовут Мария Марачовска, Сибирский блюз. Вы слушаете Groove Station Net. Moin, moin, Mahlzeit, Mahlzeit und natürlich schönen jutten Mittag zu einer neuen Groove Matinee. Gerade haben wir einen Titel gehört, der nennt sich 21.12.2012, ist schon ein paar Tage her. Heute haben wir den 27.08.2015, wenn die Sendung kommt, ist noch ein paar Tage her. Und die Interpretin, die uns den Titel gerade zu Gehör gebracht hat, wenn auch noch ohne Stimme, weil ist ja ein Instrumental, ist ja meistens kein Gesang dabei, ist die Maria Marachowska. Nun könnt ihr ja mit meinem nicht mehr vorhandenen 8 Jahre Russisch sagen, guten Tag auf Russisch, habe ich vergessen. Hallo Maria. Guten Tag, добрый день. Ich bin Maria Marachowska, Siberian Blues, Sibirischer Blues. Hallo. Ja, und damit meine blöden Fragen ein bisschen Gehalt kriegen, ist die Iris noch so nett, die Iris Weirich, Fotografin unter anderem, und wird hier die klugen Fragen einbringen. Hallo Iris. Hallo, ich komme aus Wien. Ist quasi dann eine Melange Österreich, Russland und naja, gut. Die erste Frage ist immer ganz beliebt bei den Musikern, ist die nach dem musikalischen Stil. Wie würdest du die Musik, die du selber machst, bezeichnen wollen, so du das überhaupt bezeichnet haben willst? Aber hast du das ja schon ein bisschen angedeutet? Ja, Singer-Songwriter, Blues, Rock, das kann ich sagen. Und ja. Und ja, ja, bestimmte Vorbilder, Leitsterne, Idole, Richtgrößen, als du angefangen hast? Ja, Bluesmusik, Blues 50er, 60er Jahre,
John Lee Hooker mag ich gerne und viele, viele Musiker, ja. Das ist jetzt alle zählen oder nennen. Nee, aber vielleicht, um das ein bisschen, na nicht abzukürzen, aber auf den Punkt zu bringen, siehst du dich, du hast ja schon John Lee Hooker genannt, in einer bestimmten Tradition oder sagst du, alle Einflüsse werden erstmal aufgesogen? Ja, Haupteinfluss auch klassische Musik, weil ich habe in Russland, in Kaliningrad-Königsberg bin ich aufgewachsen und da habe ich Piano gelernt, Musikschule besucht, 4 Jahre Musikschule, ETA Hoffmann und da habe ich Piano gelernt und viel klassische Musik gelernt. Und Hauptanfluss kommt von klassischer Musik und dann auch viel Rockmusik angehört und Blues, Rock, auch verschieden, auch Hardrock mag ich gerne und das hört man in meiner Musik auch, von Klassik bis zu Hardrock oder Metal. Schon gestern habe ich Metal-Stücke aufgenommen, ja, und ich experimentiere, ja. Die Musikexperten werden bestimmt sagen, das ist kein Blues, ja, aber das sind Blues-Elemente. Und wie gesagt, ich mache Musik mit Herzen und mit Liebe und die anderen sollen darüber sprechen und das halt mehr darüber schreiben, wer davon Ahnung hat. Ja, die sogenannten Experten, die sollen uns ja hier nicht interessieren. Das reicht meistens eh nur bis zum eigenen Tellerrand. Aber schön, wenn man schon Antworten auf noch nicht gestellte Fragen bekommt. Zum Beispiel das Studium an der ETH Hoffmann Musikschule. Ich gehe auch noch ein bisschen weiter zurück. Du hast ja schon gesagt, in Omsk bist du geboren. Im Sommer ja die Frauen und die Damen nicht nach dem Alter fragen, aber wir können schon deinen Geburtstag durchgeben, ne? Ja, 21.07.80, am Montag geboren, wie auch meine ganze Familie, Mama, Papa, Bruder, wir sind alle am Montag geboren. Ja, ich spare mir jetzt... Schwieriger Tag, aber ich liebe Montag, ja. Ich spare mir jetzt auch den unterirdischen Karlauer von einer Sendung, die hieß mal Montagsmaler, weil du hast ja noch ein anderes Standbein, zu dem kommen wir auch noch, die Malerei. In Omsk also geboren und dann... ich tue immer so, als ob ich mich ein bisschen vorbereite, in Estergom aufgewachsen. Genau, in Estergom, mein Vater ist Militär, Oberst russischer Armee und da haben wir sehr viel verreist. Erstmal in Omsk bin ich geboren und dann nach Ungarn, 5 Jahre in Estergom gelebt, 20 Kilometer von Budapest. Dann sind wir nach Kaliningrad-Königsberg gefahren und da habe ich 13 Jahre gelebt, Schule besucht und Musikschule und meine Kindheit, frühe Kindheit in Kaliningrad. Das ist auch mein ganz großer Einfluss auch für meine Musik, für Malerei, Kaliningrad-Königsberg. Sehr düstere Stadt am Ostsee mit ständigem Klimawechsel und so sind auch meine Launen, auch Musiklaunen und Malerei. Genau, das ist auch Haupteinfluss. Песня, о чем вы кричите, или вам нечего больше дать? Голубого покоя нити, я учусь мои кудри вплетать. Я хочу быть тихим и строгим, я молчанию звезд учусь, хорошо и вником при дороге. Сторожить задремавшую Русь. Хорошо в эту лунную осень бродить по траве одному, избирать на дороге колосья в обнищалую душу суму. Но равнина синь не лечит, песни, песни львас не стряхнуть, золотистой метелкой вечер расчищает мой ровный путь. Thank you.
И так радостно мне над пущей замирающий ветрик рек. Будь же холоден ты, живущий, как осеннее золото лип. Du brennst mir viel zu schnell durch die eigene Geschichte, so schnell, wie du manchmal spielst. Ich bleibe erstmal noch in Estergom. Die ersten fünf Jahre, da hat man wahrscheinlich nicht so Erinnerungen an das musikalische Geschehen in Estergom, oder? Ja, ich erinnere mich an erste Platten. Meine Eltern haben dadurch auch Schallplatten gekauft. Und erste Schallplatten, was ich gehört habe, das war Bach. Dann Pink Floyd, The Wall. Und Beatles-Schallplatten, das sind meine ersten, mit drei habe ich diese Musik angehört. Ja. Ja, ist auch ein bisschen früher, mit 2, 3 Jahren Bach, Pink Floyd und Beatles. Und wahrscheinlich hast du dann gesagt, na, wenn die das können, dann kann ich das auch und probiere mal mich am Piano aus. Mit 3 Jahren wollte ich Gitarre spielen und dann, es hat leider nicht geklappt. Und dann dachte ich, okay, wenn nicht Gitarre, dann Geige. Und dann auch nicht. Und meine Eltern haben Piano gekauft und haben mich dazu gezwungen, Piano zu spielen, zu lernen. Ich wollte es nicht, ja. Aber dadurch, dass ich Musik so sehr liebte und immer wieder gesungen habe, habe ich angefangen, auch Piano zu spielen. Und ich bereue es jetzt nicht. Damals habe ich das nicht gemocht. Aber jetzt auch mag ich ab und zu Piano spielen. Ja, du hast ja gesagt, deine Eltern haben dich dazu gezwungen, war also nicht gerade Liebe auf den ersten Blick, du in das Piano? Nee, gar nicht. Ich wollte immer Gitarre spielen und dann Geige, immer so Saiteninstrument, ja. Und hast du wahrscheinlich die erste Zeit ein bisschen gefremdelt mit den schwarzen und den weißen Tasten, aber irgendwann habt ihr dann schon euch geduzt, du in das Piano, oder? Ja, ich habe sehr gemocht, Jazz zu spielen auf Piano, Klassik habe ich auch nicht gemocht. Als Kind immer Jazz und Jazzstücke habe ich gemacht, ich weiß nicht, wie die heißen jetzt, aber als Kind habe ich die gespielt. Nun bin ich zwar weder Musiker und schon ja kein studierter Musiker, aber ich kann mir durchaus vorstellen, in der Musikschule wurde am Piano nicht unbedingt Jazz gelehrt. Ja, eher Klassiker, genau. Ein Jazzstück habe ich immer wieder gespielt und bis jetzt kann ich das spielen noch. Will ich ja nicht wissen, welches. Das weiß ich auch nicht. Ich weiß sogar nicht, wie das heißt, ja, aber ich kann das spielen, immer wieder. Ja, können wir es nicht spielen, weder auf Konserve und Klavier haben wir hier im Simpler nicht. Aber vielleicht machst du das ja mal irgendwann als Zugabe oder integrierst es in deine Konzerte ein. Ja, vielleicht. Ich bin noch schüchtern, Piano zu spielen. Wie man sieht im Internet, ich schreibe viele Instrumentalstücke, Pianostücke, aber ich traue mich noch nicht auf der Bühne mit Piano. Ich traue mich nicht. Das hat auch mit Gitarre sehr lange gedauert. Und ja. Es kommt irgendwann bald. Es kommt irgendwann bald. Mal gucken, wie lange bald ist. Und dann 93 war dann erstmal Schluss mit dem Pianounterricht. Und du bist dann 98 zurück nach Omsk. Da fehlen mir hier 5 Jahre in der Biografie. Ja, wie gesagt, 9. Klasseabschluss, 11. Klasseabschluss, Abitur. Und da musste man viel lernen, um Schule abzuschließen. Und ja. Und dann habe ich angefangen, so wild zu leben, mit 15, rauchen, trinken und dann, und dann Uni geschmissen. Ich war auch in der pädagogischen Uni geschmissen und dann meine Eltern haben mich nach Sibirien verschickt, zur Oma, um, ja, dass ich aus mir was mache, weil Kaliningrad, Königsberg war in dieser Zeit, Jahr 96, sehr gefährliche Stadt, AIDS-Epidemie und meine Eltern haben gesagt, so ab nach Sibirien, weil... Naja, sonst konnte was passieren, Krankheit. Und da habe ich angefangen, in Omsk Kunst zu studieren, 98 bis 2000, auch klassische Malerei. Und ich freue mich sehr, dass ich dadurch mich gefunden habe, erstmal als Malerin. Musik vergessen, viel gehört, aber nicht gespielt. Und Musik wieder habe ich für mich entdeckt im Jahr 2004, als ich nach Berlin kam. Thank you.
Улочка чисто четверговой, над тобой горит звезда. Musik wieder habe ich für mich entdeckt im Jahr 2004, als ich nach Berlin kam. Ja, dazu kommen wir auch gleich demnächst, bald 2004. 2000 dann das Studium abgeschlossen in Omsk und dann bist du laut deiner Website im Jahr 2000 nach Deutschland erstmal gekommen. Genau, nach Jena. Und gleich in die Rock'n'Roll Arena? Nee, was denn 2004 auf musikalisch Zugang? Genau, nach Jena kam ich erstmal und ich habe viel gemalt. Ich habe viele Jobs auch parallel gemacht, um zu überleben. Viele, viele nicht so schöne Jobs. Ja, das muss man machen, wenn man halt, ne, überleben will, ja. Und parallel habe ich immer wieder Bilder gemalt und finanziert meine ganzen Ausstellungen. Alle Ausstellungen, was man bis jetzt sieht im Internet, das habe ich alle selber finanziert und organisiert. Und genau, Musik habe ich noch nicht gemacht. Wie gesagt, das hat so gereift bis Jahr 2004. Also dann erstmal von Omsk ins beschauliche Thüringen nach Jena. Und wenn ich mich einigermaßen richtig vorbereitet habe, hattest du dann ein Jahr später auch gleich deine erste Ausstellung in Saalfeld, oder? Genau. Ich habe erstmal Jena, naja, erste 6 Monate war ich in Orla. Das war so ein Dorf mit 100 Leuten und ich komme aus Großstadt, 1,5 Millionen Stadt und dann so ein Kontrast von Großstadt gleich ins Dorf, dann ist es schon sehr still, ja. Und dann begann ich zu malen und habe wahnsinnig viel gemalt. Jeden Tag 12 bis 14 Stunden habe ich gemalt und entstand dadurch eine Kollektion von Gemälden. Und dann ist die Saale-Galerie auf mich aufmerksam geworden. Und da habe ich 5 erste Bilder ausgestellt, was ich auch sehr erfolgreich verkauft habe. Und ja, genau, Saale-Galerie, dann auch andere Ausstellungen in Jena und in Pösnik. Im Theatercafé in Jena habe ich ausgestellt. Ja, war eine gute Zeit in Jena, 3,5 Jahre, sehr schöne Zeit. Und hast du damals, als du erst nach Orla und dann nach Jena gekommen bist, schon Deutsch gesprochen oder hast du das erst hier gelernt? Hier gelernt.
gar kein Deutsch gesprochen, erstmal nur Englisch und Russisch. Und meine deutschen Freunde konnten alle Russisch, weil die kamen aus DDR. Und Russisch und Englisch. Und Deutsch habe ich mir selber beigebracht. Deutsch habe ich nie gelernt. So durch Lesen, durch Quatschen und deutsche Freunde. Und so habe ich Deutsch gelernt. Und die Entscheidung für Jena, war das eine, oder Ola erstmal, war das eine bewusste oder war das eher ein Zufallsprinzip? Naja, schicksalhaft, ja. Das ist so, Schicksal brachte mich nach Orla und nach Jena und auch nach Berlin. Das war, ich war wie der Wind, ja. Wohin Wind bläst, dorthin ich, ja. Ich konnte keine Entscheidung so richtig treffen und dann nach Berlin kam ich wegen Ausbildung als Grafikdesignerin. Grafikdesign für Print- und Digitalmedien gelernt und so kam ich auch nach Berlin. 2 Jahre Ausbildung gemacht, ja. Und hier in Berlin begann ich dann Musik zu schreiben. Ich habe sehr außergewöhnliche Kneipe kennengelernt, in Berlin Mieter, Art Pub. Und da waren auf einmal alle Künstler, alle Musiker, Schriftsteller um mich herum. Und das war ganz großer Einfluss für Musik zu machen. Dann ist quasi das Art Pub schuld, dass du wieder zur Musik zurückgefunden hast. Schuld, ja, aber glücklicherweise. Ja, und dann wirst du dich wahrscheinlich auch noch an deinen allerersten Titel erinnern können, den du in Berlin geschrieben hast, oder? Ja, das war Emotions, Gefühle. Das habe ich geschrieben in Berlin-Neukölln im Jahr 2004. Da kannte ich niemanden in Berlin, ich kam nach Berlin. Und dann, ganz wichtig zu sagen, ich habe erstmal Musik heimlich gemacht, 2 Jahre. Erschien Berlin, so ein Siberian Blues erstmal im Jahr 2006. 2004 bis 2006 habe ich mich versteckt und alleine mit Gitarre meine Sorgen, meine Gefühle geteilt. Und da entstand das Lied Gefühle. Mit 2 Akkorden, ganz einfacher Lied, einfaches Lied. Und genau, und das ist auch Text von mir. Monster, Figuren, Augen und Hände, Körper, Gedanken, Ängste und Knochen, einfach lebendiger neuer Leiden, ewige Leiden und die Frage wofür. Gefühle im Mantel der Vergänglichkeit, die die Fenster der Lust beschlagen, einfach vergessen oder verdunkelt. Warum nicht sie öffnen, frischen Wind in sich spüren und die Probleme der Vergangenheit hinter sich lassen, wieder verliebt sein und von pulsierenden Gefühlen geweckt beten, beten, bevor der Weg beginnt. И помолиться перед дорогой.
Da kommen wir erstmal zur Werbung. Die CD ist noch relativ frisch, so frisch, die tropft noch. Genau, in April aufgenommen. Diese CD hat aufgenommen Micki Meuser. Ich bin sehr dankbar. Er hat sehr gut das gemacht und auf jeden Song angegangen. Wirklich toll. Und wie man dann weitersehen kann, ich habe schon 3 Konzerte mit Micki gemacht, gegeben. Er ist Bassgitarrist und hat sehr toll mit mir gespielt und freue mich sehr. Ich habe bis jetzt mit niemandem gespielt. Oder das hat man bis jetzt nie gesehen, mich auf der Bühne mit jemandem. Und ich bin Solo-Artist und ja, vielen Dank an Micki, dass er so schön mich unterstützt und so toll CD aufgenommen hat. Und freue mich sehr. Noch ein Dankeschön an den Micki Meuser und den hören wir dann natürlich zusammen mit dir. Hallo, hier ist Micki Meuser und ihr hört Groove Station Net. Свое сознание представляет тебе воспоминания. Там в памяти твоей голубоокой затянем как далеко далеко. Апофеозе папиросы. Вечный смех мой коим всех молочу. Сокин на руке мои рабочие. Zurück vom Jahr 2015 ins Jahr 2007. 2004 bis 2006 hast du heimlich gespielt. Wahrscheinlich dich auch noch eingeschlossen dazu? Genau, eingeschlossen, niemandem gezeigt. Und ja, ich war sehr schüchtern. Ja, ich konnte auch meinen besten Freunden das nicht zeigen. Und wenn ich das versucht habe, habe ich gezittert von lauter Angst oder weiß nicht, was das war, Aufregung. Und da haben auch meine Freunde gesagt, Maria, hör auf mit Musik, das muss nicht sein. Mal weiter. Und ja, viele haben mich davon abgehalten oder ja, weil die dachten, vielleicht mache ich zu viel, zwei Sachen, ja, Musik und Malerei, das ist zu viel. Und jetzt kann ich wie von Malerei auch von Musik nicht leben. Das sind unzertrennliche Sachen. Und Iris Weirich, ja, ich habe sie kennengelernt im Jahr 2009 und dann, sie ist Hauptfan von Siberian Blues. Sie hat mich dazu gezwungen, weiter Musik zu machen. Ich wollte auch aufhören,
weil ich habe, wie gesagt, sehr tief ins Glas immer geguckt und getrunken und die anderen Sachen und immer wieder, wenn ich diese Musik mit Alkohol verbunden habe, das hat mich depressiv gemacht und Iris hat mich dann dazu gezwungen, also sie sagt, deine Musik ist schön und heilt mich zum Beispiel und du machst mich glücklich mit dieser Musik und dann habe ich auch mit Alkohol aufgehört, mit allem, mit Rauchen, mit allem, ne? Und seit 2010 diese Musik, ich kann nicht ohne leben. Das ist für mich wie Therapie, wie Heilung und auch für die anderen Menschen, die meine Konzerte besuchen, die spüren auch diese Kraft der Musik, heilende Kraft der Musik. Die Musik ist melancholisch, aber genau diese Melancholie macht, heilt und macht glücklich. Zum Jahr 2009 kommen wir gleich. Aber irgendwann hast du dir wahrscheinlich Anfang des Jahres 2007 gesagt, ja, trinke ich mal das Glas noch aus und hast auf den Glasboden geguckt und da hast du gesehen, Kaffeeburger, könnte man ja vielleicht mal ein erstes Konzert machen, oder? Nee, das war nicht so. Ich war in Art Pub und da habe ich auch Ausstellung gehabt und Bar gemacht und Getränke verschenkt und dann irgendwann war ein australischer Musiker dort, Gitarrist, virtuoser Gitarrist, Tim McMillan, und hat geprobt für seinen neuen Auftritt. Und da hat er mich gefragt, ob ich Gitarre spielen kann. Und ich habe gesagt, nee, kann ich nicht. Und er, please play Gitarre. Und dann habe ich gesagt, okay, hier sind nur zwei Leute, spiele ich schnell. Ja, ein Lied, Emotions, dann habe ich ihm ein Lied vorgespielt. Und da sah ein anderer Musiker mich an, und nicht Musiker, sondern Maler, ein englischer Maler, Paul Woods. Und er war veranstaltet in Café Burger, in King Kong Club, in diverse Clubs in Berlin. Und da hat er gesehen, was ich singe, und hat gesagt, so in 3 Monaten Konzert in Café Burger. Und dazu kam es, und ich habe gesagt, auf gar keinen Fall. Ich war noch nie auf der Bühne, ich kann das nicht. Dann irgendwann nach 3 Monaten jeden Tag intensiv proben und viel, viel Wodka trinken, kam ich auf die Bühne. Das war im Januar. Ich habe geschafft und dann plötzlich kam ein Konzertauftritt nach dem anderen. Das kam so gut an bei Underground-Publikum hier in Berlin, Underground-Szene. Und ich war jede Woche auf der Bühne, ja. Aber ich erinnere mich nicht daran, ja, wie es war, was ich, wie das, ich war so aufgeregt, dass ich, aber es kam gut an, ja. Ja. Kannst du dich noch an das Repertoire aus dem Café Burger erinnern, bestimmt? Ja, ich habe nur 5 Songs geschrieben. Das war Emotions, Horse, Skandalist, Creature und Liebeserklärung für niemanden, Declaration of Love for Nobody. Und sonst hatte ich gar keinen Songs. Pferd. Wächter am Himmelstor, öffne mir des Tages blaue Pforten. Der weise Engel dieser Mitternacht hat mir mein Pferd genommen. Ich sehe, wie es ausschlägt. Es läuft auf und ab und zerrt am Zügel. Die helle Mähne strahlt im Flug, wie die Sichel des Mondes. Gott bedarf es nicht an Überfluss. Mein Pferd verleiht mir Macht und Stärke. Sein Wiehern wie ein Klagen hält es die goldene Kette fest umklammert. Ich habe noch nie diesen Text auf Deutsch vorgelesen, ja. Darum werden wir den jetzt auch in Russisch hören und ist ein Text von Sergei Jesenin und danach den quasi den nächsten Schuldigen, ein Titel von Tim McMillan. Страж за облачной голубые двери дня, белый ангел этой полночью моего увел коня. Вижу я, он бьется, мечется, теребя тугой аркан. И летит всего, как с месяца, шерсть буланная в туман. Богу лишнего не надобно, конь мой, мощь моя и крепь.
Слышу я, как ржет он жалобно, закусив золотую цепь. Богу лишнего не надобно, конь мой, мощь моя и креп. Слышу я, как ржет он жалобно, закусив золотую цепь. Vor den beiden Titeln hast du ganz en passant und nebenbei erwähnt Paul Woods. Da denke ich doch, ihr habt doch mal, aber gibt es vielleicht noch, ich weiß es nicht mehr, die Woollywood-Galerie. Hat das miteinander was zu tun? Mit meinem. Weil da hast du ja auch schon gespielt. Ne? Ich meine jetzt die Woollywood-Galerie und erwähnter Paul Wood. Könnte man ja sagen, er war der Eigentümer, Besitzer, Gründer, wie auch immer. Naja, er war sehr hier aktiv in Berlin. Ich glaube, er ist zurzeit in Schweiz. Und das war die Galerie Woollywood. Da haben viele Musiker gespielt. Und ich habe dort auch gespielt. Viele Auftritte, auch Ausstellungen habe ich dort gemacht. Oder mehrere Ausstellungen. Das war eine riesig große Galerie, 300 Quadratmeter in Berlin-Weißensee. Da Kulturhaus Peter Edel. Und ja, das war ein sehr schöner Ort und sehr schöne Veranstaltungen. Leider musste er gehen, irgendwie, da musste er dicht machen. Irgendwie hat das nicht weiter, ich weiß nicht, was das für Grund war. Und war schön. Ja, war schon ein schöner Laden, da bist du ja auch aufgetreten. Mach mal das nächste Doppelpack, einen Titel von dir, den du im Woollywood gespielt hast. Ja, in Woollywood habe ich dann mehrere Titel gespielt, weil ich habe dann mehrere Songs geschrieben. Und zum Beispiel zu Woollywood passt ganz schön Skandalist, weil ich war sehr Skandal in Woollywood und da kennt mich man so dort.
Was mir an Spaß geblieben ist, ist den Finger in den Mund zu stecken und fröhlich zu pfeifen. Mir geht ein schlechter Ruf voran, dass ich vulgär bin und skandalös. Ach, was für ein lächerlicher Verlust. Im Leben gibt es viele lächerliche Verluste. Ich schäme mich, dass ich an Gott geglaubt habe. Bitte für mich, dass ich jetzt nicht mehr glaube. Goldene weitere Ferne. Alles verbrennt das Alltagsleben. Ich war vulgär und skandalös dafür, dass ich stärker leuchte. Und jetzt das Ganze nochmal musikalisch in russischer Sprache. Und danach eine Band, die hat damals auch im Bollywood gespielt und kommt zwar nicht aus Omsk, aber doch schon aus deiner Nähe, sage ich einfach mal, Nagual. Одна забава, пальцы в рот и веселый свист. Прокатилась дурная слава, что похабник я и скандалист. Ах, какая смешная потеря, много в жизни смешных потерь. Стыдно мне, что я в Бога верил, горько мне, что не верю теперь. Золотые сжигает житейская мреть. И похабничал я и скандалил для того, чтобы ярче гореть. И похабничал я и скандалил для того, чтобы ярче гореть. И похабничал я и скандалил для того, чтобы ярче гореть. И похабничал я и скандалил для того, чтобы ярче гореть. И похабничал я и скандалил для того, чтобы ярче гореть. И похабничал я и скандалил для того, чтобы ярче гореть. Oh, you're my shade, I call her, now you're my ride.
haben wir gehört, Nagual, und da freuen wir von dir, Skandalist. Und siehe da, schon wieder ein Text von Sergei Jesenin. Könnte man ja behaupten, um das mal so im Backfischdeutsch zu sagen, ist einer deiner Lieblingsdichter. Ja, da war, als ich 26 war, oder früher auch, ich habe mich so ähnlich gefühlt wie er, ja. Und, aber jetzt mein Lieblingsdichter ist Konstantin Ballmann. Ja, früher war Jesenin, als ich jünger war und noch tief ins Glas geguckt habe. Und seitdem ich nüchtern lebe, ich mag Konstantin Ballmann sehr gerne. Und Symbolismus, ja, symbolistische Gedichte. Und ich schreibe selber auch Gedichte, früher geschrieben habe. Und ich kann ein Gedicht von mir vorlesen. Liebeserklärung für niemanden. Ich gehe auf in dir, mein Traum. Orgasmus deiner ausgedehnten Liebkosungen. Und die Hände sinken wie im Fluss, wenn ich den Klang deines Atems höre. Ich öffne die Tür, gehe in dich hinein und werde ruhig für einen Augenblick. Sehe dich an, liebe dich, will dich. Du bist meine Leidenschaft, Schule, Geduld. Ja, und jetzt das Ganze nochmal. Musikalisch dargeboten, Lyrics und Musik und Gitarre und Gesang. Maria Marachowska. Thank you.
Dann nähern wir uns ganz langsam dem Jahr 2009 und will ich ja nicht von der Iris wissen, wie bist du auf die Maria gekommen? Ich habe sie in der Galerie Wollywoods kennengelernt. Ich wurde dorthin bestellt von einem anderen Experimentalmusiker, von Bernd Brecht, um Fotos zu machen von seinem Auftritt. Und er hat mir schon gesagt, nachher tritt eine sehr interessante, aber sehr wilde Künstlerin aus Sibirien auf. Und da war ich schon interessiert, die auch zu sehen und dachte, da bleibe ich doch nach seinem Auftritt auch und gucke mir das mal an. Und dann habe ich sie entdeckt, weil ich habe eigentlich auch eine Musikerin gesucht noch für ein Festival im SO36, was ich mitorganisiert habe damals. Und dann hat das auch geklappt. Dann habe ich sie gefragt und sie hat mir erstmal nicht geglaubt, dass ich das wirklich mitorganisiere. Und dann, wie ich mit der Hauptorganisatorin das besprochen hatte und ihr nochmal eine E-Mail geschickt, dass das wirklich stattfindet, dann hat sie auch zugesagt und sich gefreut, dass ich nicht das nur erfunden habe und ist dort auch aufgetreten dann als Einleitung eigentlich für dieses Festival als erste Künstlerin. So quasi als Support und vom Bollywoods ins SO36 ist ja auch nicht so verkehrt, oder? Nee, das war richtig stark, ja. Ja, Bollywoods, ja, vor 500 Leute auf große Bühne zu stehen, es war schon als Line-Up, ja, es war schon abgefahren, ja. Und meine Musik ist sehr langsam und anspruchsvoll damals gewesen und da war so eine Burlesque-Show und ich habe überhaupt da nicht reingepasst. Und ja, es war schon ein sehr starker Kontrast, aber kam gut an, ja. Und spätestens seitdem, nee, das war ja 2009 und du hast gesagt, ab 2010 bist du dann doch mehr oder minder durchgestartet. Aber dieses Konzert im SO36, denke ich mir, das war nochmal eine Bestätigung für dich. Dass eben nicht nur, und dieses nur in ganz großen Anführungszeichen, die Leinwand dein Metier ist, sondern eben auch die Bühne. Ja, ich war sehr aufgeregt und ich habe mit ganz verstimmter Gitarre gespielt bei SO36 und ich habe das gar nichts mitbekommen. Jemand hat mir Gitarre verstimmt, weil ich kann bis jetzt keine Gitarre stimmen. Und ich habe jemanden gefragt von Burlesque-Leuten, ob jemand Gitarre stimmen kann. Da haben die mir gestimmt und dann kam ich auf der Bühne. Ich hatte 20 Minuten Auftritt und die Gitarre war völlig verstimmt. Und ich habe gedacht, das musst du jetzt durchziehen. Und ich habe 20 Minuten gespielt mit verstimmter Gitarre. Es kam gut an. Die Leute dachten, das ist extra so, sibirischer Blues, schräger Nummer. Und, aber danach war ich am Boden zerstört, ja. Und ich wollte keine Musik mehr machen. Und da hat Iris mich, ich habe bestimmt 2-3 Tage konnte man mich nicht sehen, weil ich war voll in Depression. Und dann Iris hat mich aufgegabelt und hat gesagt, nein, du musst Musik machen, aber nüchtern, du musst das alles aufhören, von diesen ganzen Sachen wegkommen, weil Alkohol hat mich mittlerweile sehr depressiv gemacht. Und dann habe ich ein Jahr gebraucht und irgendwie habe ich geschafft aufzuhören. Und jetzt bin ich stolz darauf, dass ich jetzt nüchtern auf die Bühne gehe und ja, und jetzt, mir fehlt das nicht. Ja. Ich brauche keinen Input, auf die Bühne zu kommen, etwas zu nehmen, um, ja. Ja, weil Musik ist ja eigentlich auch nicht nur ein Grundnahrungsmittel, sondern auch die beste Droge, die es gibt. Würde mich doch schwer wundern, wenn du über diese Zeit, als du noch tief ins Glas geschaut hast, nicht auch den ein oder anderen Titel gemacht hast. Ja, Hand habe ich gemacht. Hand habe ich geschrieben mit 21 und Lied habe ich dann später geschrieben. Hier steht im Jahr 2006. Meine Hand ist losgegangen, zu sehen, fangen und dich zu suchen. Durch Regen und Dreck gezerrt, von Messer und Geld gewaschen. Und zarte Körper streichelten sie, gebeten, gewartet, gefleht. Dein Gehirn schon vergoren, doch die Hände sind weitergegangen. Thank you.
Von den Texten her bist du ja ziemlich breit aufgestellt und hast natürlich auch den russischen Nationaldichter Nummer 1 vertont, William Shakespeare. Genau, William Shakespeare liebe ich auch sehr gerne, seine Liebesgedichte, und das liebe ich sehr gerne auch in Schule. Ich habe viele Gedichte gelesen, das war halt unsere Schulliteratur, klassische Gedichte, und Shakespeare liebe ich schon sehr gerne, sehr lange. Und genau, und alle Gedichte, was ich vertone oder selber schreibe, das ist alles über mich oder entspricht mir jetzt oder meiner Vergangenheit. Zwei Flammen habe ich, die im Doppelbann wie Geister zwischen Trost und Qual mich lassen darben. Der bessere Engel ist ein schöner Mann, der schlimmere Geist ein Weib von bösen Farben. Mein weiblich Unheil, bald dem Pfuhl mich zu gesellen, lockt meinen guten Engel von mir fort. Zum Teufel möchte sie den Heiligen entstellen, dem Reinen kost ihr falsches Schmeichelwort. Und ob mein Engel nun schon eingefeindet, besorg ich, zwar nicht völlig ist's bekannt, doch da mich beide fliehen und beide sich befreundet, fürcht ich, ein Engel ward des anderen Höllenbrand. Und wie es stehe, ich kann es nicht vermuten, als bis mein böser Geist verschlingt den Guten. Die Iris hat's gelesen und die Maria wird jetzt singen. Его увлечь своей красою грешной и в дьявола соблазном превратить собою. Кто победит, но доброго не жду. Мои друзья, друзья между собою. Демон ангела прельстить его увлечь своей красою грешной и в дьявола соблазна превратить.
когда извергнут будет он оттуда. Меня не свергнуть в ад кромешный. Стремится демон ангела престить его увлечь своей красою грешной в дьявола соблазном Haben wir schon ein paar Titel von der CD gehört und damit bist du ja auch gut unterwegs, sei es nun solo oder, wie schon erwähnt, auch ab und an mit Micki Meuser. Will ich ja nicht wissen, wie es zu dieser Zusammenarbeit kam. Ist ihre Schuld. Ihre Schuld. Ihre Schuld, stimmt. Ja, Maria hat jemanden gesucht, um gute Aufnahmen zu machen und möglichst auch etwas Alternativeres, jetzt nicht in ein großes Studio zu gehen, sondern mit jemandem Erfahrenen zusammenzuarbeiten, auch auf persönlicher Basis. Und da habe ich Gary Schmalzel gefragt, der fiel mir als erstes ein, dass er doch jemanden kennen müsste. Ich kannte ihn schon seit vielen Jahren. Wir haben einmal zusammen bei einer Theaterproduktion gearbeitet. Und dann hat er mir Micki vorgeschlagen und war auch so nett und hat ihn selbst schon gefragt und darauf vorbereitet. Und Micki hat dann eigentlich gleich zugesagt, wenn wir uns bei ihm gemeldet haben. Und da denke ich mir, wird das viel schneller gegangen sein als damals mit dir und dem Piano. Die Zusammenarbeit mit Micki Meuser meine ich jetzt. Gleich gepasst. Und ich habe nie gedacht, dass ich mit jemandem spielen kann, weil wie gesagt, ich habe Piano habe ich gelernt, ja, auch Musikschule besucht und Noten gelernt und so weiter. Und Gitarre, was ich auf der Gitarre spiele, das ist alles, habe ich mir selber beigebracht. Ich habe keinen Unterricht genommen. Ich kenne die Akkorde nicht. Ich spiele einfach so. Alle Lieder sind im Gedächtnis. Die sind nirgendwo aufgenommen. Naja, aufgenommen schon, aber nicht aufgeschrieben. Und dadurch, dass Micki so ein professioneller Musiker und Komponist ist, der ist der Einzige, mit wem ich spielen konnte. Keiner andere Musiker hat es geschafft. Ja. Die finden meine Musik sehr außergewöhnlich. Und ich kann darüber nichts sagen, weil ich das spiele. Aber die anderen Musiker haben davon mehr Ahnung. Und ja, und Micki konnte. Ich freue mich sehr, ja. Das macht mich unglaublich glücklich. Ich habe nie gedacht, ja. Wäre es ja für mich quasi als Nichtmusiker logisch. Du hast viel alleine gespielt, jetzt ab und zu ein paar Auftritte mit Micki, also als du. Geht er dann noch weiter? Oder könnte weitergehen? Trio, Quartett, Quintett und so weiter, bis zur Big Band irgendwann. Ich habe angefangen, jetzt mit Drummaschinen zu arbeiten. Zu Hause, das macht mir unglaublicher Spaß. Aber wie gesagt, ich suche keine Musiker. Das kommt bei mir immer in meinem Leben alles schicksalhaft. Das ist wie mit Micki. Es kommt ein Schlagzeuger, es kommt ein Solo-Gitarrist oder vielleicht Backvokal oder vielleicht Symphonieorchester. Das weiß man nie. Ja. Ich habe nie gedacht, dass ich Musik machen werde oder schreiben werde. Ich habe immer bewundert Komponisten oder Musikschreibende. Und plötzlich begann ich selber Musik zu schreiben. Ja. Und das fällt mir so leicht. Ja. Und keine Ahnung. Ja, plötzlich kommt ein Schlagzeuger, plötzlich kommt ein Solo-Gitarrist. Das war quasi eine indirekte Herausforderung des Schicksals. Und wenn das Schicksal nun in Gestalt wem oder wessen auch immer sich ein bisschen klüger machen will über dich, der geht natürlich auf deine Website. Wir kommen zur Werbung.
Genau, www.marachowska.com. Buchstabiere ich M-A-R-A-C-H-O-W-S-K-A. Und die Website natürlich, sind ja viele Bilder drauf und Videoclips und auch Musik kann man hören, aber die Sprache natürlich gnadenlos in Russisch. Ja, ich singe auf Russisch, ich habe auch auf Deutsch gesungen. Das ist ja wohl wahr, aber ich meinte jetzt die Sprache der Website zum Lesen. Ist es in ja, auf Russisch leider gibt es nur einen Satz oder zwei Sätze oder einen Absatz. Alles auf Deutsch und auf Russisch und... Ja, genau. Englisch und Deutsch. Iris hat alles so schön geschrieben, beschrieben. Und ich habe das bis jetzt nicht übersetzt. Ich habe keine Zeit dafür und keine Lust. Irgendwann übersetzt das jemand. Und bis jetzt, ich lebe in Deutschland und auf Deutsch. Und auf Russisch singe ich. Ich finde, alle Informationen sind da. Man weiß, von wo ich komme, was ich singe. Die russischen Leute verstehen, was ich singe. Die Deutschen verstehen, weil das übersetzt ist. Die Englischen auch. Und ja... Und irgendwann wird es noch mehr übersetzt, aber dafür brauche ich mehr Leute, andere Team oder größere Team. Mein Team ist jetzt ich. Alles, was im Internet man sieht, das habe ich gemacht und Iris. Sie ist Fotografin, sie ist Übersetzerin, sie schreibt diese alle schöne Texte über mich und alle Videos, was man von Konzerten sieht, das macht Iris. Alles machen wir zu zweit. Und jetzt noch Micki Meuser, Unterstützung von ihm kommt und das ist eine große Freude. Ja. Ja, und auch wenn da nur ein oder zwei Sätze in Russisch stehen auf der Website, man hat oder man braucht doch schon eine gewisse Zeit, um alles durchzuarbeiten. Ja, braucht man. Und das muss jemand anderes machen. Ich habe keine Lust daran. Besser ich schreibe Songs oder male und die Texte zu übersetzen oder zu korrigieren oder diese, nee, das will ich nicht. Das muss der machen, wer davon mehr Ahnung hat. Und genau, es kommt. Falls jemand Lust hat, meine Texte zu übersetzen oder Iris Texte über mich, über Siberische Blues zu übersetzen, meldet euch. Würde mich sehr freuen. Wollte ich gerade sagen, und da müssen wir natürlich nochmal zur Werbung kommen. Entweder die Leute melden sich bei dir oder bei www.marachowska.com oder bei Iris Weirich www.foto-fiction.com. Ja, wisst ihr Bescheid, könnt nicht sagen, ihr habt von nichts gewusst. Она как полдень хороша. Она загадочнее полночи. У ней не плакавшие очи и не страдавшая душа. У ней не плакавшие очи и не страдавшая душа. У ней не плакавшие очи и не страдавшая душа. Чья жизнь, борьба и горе. По ней томиться суждено. Так вечно плачущее море в безмолвный берег влюблено. Вечно плачущее море, безмолвный берег влюблено. Так вечно плачущее море, безмолвный берег влюблено. Thank you.
Und wer sich nun sagt, ja, und das interessiert mich ja, ich will die Maria live und in Farbe auf Bühne sehen und vielleicht auch zugucken, wie die Iris filmt oder Fotos macht. Der nächste Termin, der ist ja nicht mehr so lange hin. Genau, 19. September, Samstag. Das ist Premiere. Man sieht, das ist eine Ausstellung und Konzert in Stephanus. Das ist eine große Kirche in Wedding. Am Samstag um 16 Uhr Vernissage und um 18 Uhr gleich Konzert. Da stelle ich mehr als 30 Bilder aus, Großgemälde. Und gleich auf dieser riesig großen Bühne werde ich eine stündige Konzert geben und diese ganz große Kirche ist riesig, wirklich riesig und schön für 1000 Leute. Und ich hoffe, dass alle 1000 stehen dort und gucken meine Gemälde an und hören meine Musik, weil das muss man hören, das muss man sehen. Ja, sowas gibt es nicht in Berlin, ich verspreche euch. Auch nicht nur in Berlin, sondern in der ganzen Welt nicht. Ja. Das war ja fast ein schönes Schlusswort und Stephanus ist natürlich eine wunderbare Kirche, kann ich nur aus eigener Erfahrung bestätigen. Der Eintritt ist frei, Spenden natürlich erbeten, aber man wird wahrscheinlich auch die Bilder nicht nur angucken können, sondern wenn man in YouTube füllt, das Portemonnaie hat, auch mit nach Hause nehmen. Genau, Bilder kann man kaufen, auch Ratenzahlung möglich, aber wie gesagt, das kann man dann besprechen. Und ich bringe auch viele Merchandise-Produkte mit. Das sind T-Shirts, auch Poster von Gemälden und die werden sehr billig zu erwerben sein und auch Buttons und CDs, alles kann man erwerben und auch mit mir aushandeln oder handeln und bitte fragen, nicht so viel Angst vor mir haben, viele haben Angst bestimmt und ja, ich beiße nicht, ja, fragt mich und schreibt mir oder spricht mich an. Gut, wisst ihr Bescheid und wenn ihr nicht zum Konzert könnt und so oder wollt, dann werden euch vielleicht die Nachtdämonen heimsuchen. Genau, Dämon der Nacht. Flüchtige Vergnügungen bedeuten mir nichts. Ich lebe inmitten von Traumgebilden. Allein der Engel der dunklen Nacht sucht meinen Schlafplatz auf. Ich erstarre Blicke mit geweiteten Augen in die unergründliche Dunkelheit. Und mit ungestillter Sehnsucht, in schlaftrunkener Ruhe, beugt sich ein vertrautes und geliebtes Wesen zu mir hinab. Besorgt flüstere ich ihm zu, verschwinde nächtliche Trugbild, Engel der Nacht, strenger Engel, der du über meinen Schlaf wachst. Aber in seiner hilflosen Ohnmacht ist der reine Engel dahin gewelkt. Mit zitternden Schwingen bedeckt er sein blasses Angesicht. Ich habe noch nie auf Deutsch das vorgelesen, ja. Besser Iris liest dann, ja. Aber man hat verstanden. Na gut. Man hat verstanden und jetzt versteht man es nochmal auf Russ. Наслаждение мимолетную суету. Я живу среди видений, очарована мечтой. Только ангел темной ночи светит к ложу моему. Я замру, вперяя очи в неразгаданную тьму. Я замру, вперяя очи в неразгаданную тьму. И с тоской неутолимой в полусонной тишине кто-то близкий и любимый наклоняется ко мне. Я шепчу ему с тревогой, сгинь ночное колдовство. Ангел ночи, ангел строгий, бдит у ложа моего. Ангел
дороги ночи, ангел строгий, дит у ложа моего. Бессилия, чистый ангел, мой помиг. И трепещущие крылья закрывают бледный лик. Während der Titel lief, hat die Maria ganz energisch zu Iris gezeigt. Die Iris soll den Text nochmal vorlesen. Dämon der Nacht. Flüchtige Vergnügungen bedeuten mir nichts. Ich lebe inmitten von Traumgebilden. Allein der Engel der dunklen Nacht sucht meinen Schlafplatz auf. Ich erstarre, blicke mit geweiteten Augen in die unergründliche Dunkelheit. Und mit ungestillter Sehnsucht in schlaftrunkener Ruhe beugt sich ein vertrautes und geliebtes Wesen zu mir hinab. Besorgt flüstere ich ihm zu, verschwinde, nächtliches Trugbild, Engel der Nacht, strenger Engel, der du über meinen Schlaf wachst. Aber in seiner hilflosen Ohnmacht ist der reine Engel dahingewelkt. Mit zitternden Schwingen bedeckt er sein blasses Angesicht. Ja, soweit der Versuch einer Skizze, eines Fragments, eines Porträts von Maria Marachowska. Bleibt mir nur zu sagen, спасибо und Dankeschön. Gerne, ja. Спасибо, всего хорошего, до свидания, до новых встреч, alles Gute, vielen Dank und bis 19. September. Ja. Маленькой была.
маленькой была, я молодою. Wir hatten uns ja schon verabschiedet, aber wir bleiben natürlich auch heute in der Tradition. Die Dame sagt das Beste für die Hörerin oder den Hörer zum Schluss. Und was ihr dafür machen müsst, könnt, sollt, wollt oder wie auch immer, das sagt euch jetzt nochmal die Maria. Da ihr alle gut zugehört habt, macht es ein bisschen schwieriger und stellt euch die Frage in Russisch. Где был мой первый концерт в Берлине? И вообще мой первый концерт? Das habe ja ich verstanden, aber ich bin ja ausgeschlossen von der Verlosung. Auch dafür nochmal Dankeschön. Спасибо. Nasda, Rovi. Ja, nun sagt euch, was doch in der einfachsten Übung. Mein Russisch ist ja so frisch, frischer geht das ja nicht. Aber warum soll ich die Frage beantworten, indem ich eine Mail schreibe an info@groove-station.net, wenn ich da ja nicht weiß, was ich gewinnen kann? Ja, ich habe ein CD mit. 15-seitige Booklet, 15 Songs, in April aufgenommener CD. Aber wer richtig antwortet, am 19. September in Stephanus kann man direkt von mir mit Autogramm CD bekommen. Das nennt man perfektes Marketing. Und da ja 15 Titel drauf sind, spielen wir natürlich den letzten zum Schluss. Und wie der Opener ist es ein Instrumental und du wirst so nett sein und ihn ansagen. Opera 21.
Всем привет! Меня зовут Мария Марачowska, Сибирский блюз. Вы слушаете Groove Station Net. Перестала. Морозный ветер губы студит. Одной надеждой меньше стало. Одной песней больше будет. Эту песню я невольно отдам на смех и поруганье за тем, что не стерпимо больно душе любовное молчание. Стало. Одною песней больше будет. Эту песню я невольно отдам на смех и поруганье за тем, что не стерпимо больно душе любовное молчание. И эту песню я невольно отдам на смех и поруганье за тем, что не стерпимо больно душе любовное молчание. 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 Эту песню я невольно отдам на смех и поруганье за тем, что не стерпимо больно душе любовное молчанье, молчанье, молчанье. Samstag, 19. September, Ausstellung Marachowska Art und Konzert Sibirischer Blues in Stephanus in Wedding. Die Adresse Prinzenallee 39, Soldiner Straße. Oder ihr geht einfach auf die Website von der Maria, die da lautet
www.marachowska.com oder einfach googeln M-A-R-A-C-H-O-W-S-K-A. Ja, und um euch noch ein bisschen mehr anzufixen, hören wir natürlich noch einen weiteren Titel von der aktuellen CD Maria Marachowska Siberian Blues. Ich bin Gott einer geheimnisvollen Welt. Die ganze Welt liegt in meinen Träumen. Niemals werde ich mir ein Idol schaffen, werde auf der Erde noch im Himmel. Meine göttliche Natur eröffne ich niemanden. Ich mühe mich ab wie ein Sklave und für die Freiheit rufe ich die Nachruhe und Dunkelheit herbei. Зову я ночь, покой и тьму.